Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf Gamerstack RP. Ich bin der Onkel und wir zocken dabei eine Runde Ark Survival Evolved. Wie ihr seht, ein kleines Winter-Update, weil eben gerade Winter ist, was echt genial ist. Überall Schnee, huhu. Und als erstes, ich hoffe mal, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ich hoffe, ihr hattet frohe und schöne Weihnachten gehabt. Und ich wollte euch bloß darüber informieren oder mich mal zu Wort melden, denn wie ihr ja sicherlich merkt, ist auf Gamerscheck LP gerade ein wenig die Weihnachtsfaulheit eingetroffen. Ja, das liegt aber, ja, wie gesagt, das liegt an den Weihnachtsfeiertagen, dass nichts weiter läuft. Zurzeit ist wirklich nur, was läuft noch? Borderlands 2 und... was war das zweite? Borderlands 2 und Star Wars Battlefront sind die beiden Projekte, die zurzeit noch in regelmäßigen Abständen laufen. Der Rest musste leider erstmal pausiert werden. Das liegt erstens an den Weihnachtsfeiertagen, weil wir einfach keine Zeit haben, in irgendeiner Art und Weise irgendwie aufzunehmen, weil wir uns einfach nicht zusammenfinden, weil der hockt dann bei der Familie und das ist einfach grauenhaft. Aber naja, muss man halt verstehen. Und außerdem muss man noch sagen, ist Rivanos Auto kaputt gegangen. Ja, was hat das jetzt mit dem Kanal zu tun? Ja, das hat viel mit dem Kanal zu tun. Und zwar konnte er deswegen mit dem Auto nicht zu seinen Leuten fahren. Denn er muss ja, ich glaube, 9 Stunden oder so fahren. Und über die Weihnachtszeit wollte er halt gern bei seinen Leuten sein, was ja ziemlich verständlich ist. Und ja, da konnte er nicht mit dem Auto hinfahren. Und das hieß, er musste mit dem Zug fahren. Das heißt wiederum, er konnte... Weil 2 Wochen braucht man schon ein bisschen Klamotten und Sachen und da konnte er nicht seine Konsole und so mitnehmen. Und somit können wir auch nicht aufnehmen und er hat auch kein Mikrofon und somit nur Headset. Und deswegen ist es uns ja auch nicht wirklich möglich. Ja, sind wir einfach mal gestorben. Ist es uns auch nicht möglich, irgendwie welche Projekte weiterzuführen. Da haben wir gesagt, gut. Pausieren wir erstmal die Projekte bis nächstes Jahr. Und ja, müssen wir jetzt damit klarkommen. Schön, ob es schön ist, hin oder her. Wie gesagt, es ist halt erstmal ein Muss. So, wenn ihr jetzt gerade wieder das Spiel seht, ja, Ark ist ein bisschen zum Stillstand gekommen. Das liegt einfach daran, dass wir durch Rivanos Crash mit dem Laptop und so einfach nicht mehr zum Zocken kamen. Kam nicht mehr zum Aufnehmen und dann ist dies dazwischen gekommen und das dazwischen gekommen. Und im Endeffekt haben wir uns jetzt auch noch entschlossen, aus den Tribe Wars auszusteigen. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an. Aber was kann ich euch schon sagen, der Tribe, der bleibt. Also das heißt, der Nero, der Noxy, der Acid, der Rivano, der Dynamo und so, die bleiben alle bestehen. Und wir werden ab nächstes Jahr ein neues Projekt starten bei Ark. Oder mitmachen, sagen wir mal so. Das Ganze wird wieder von Chrisplay veranstaltet, aber mehr dazu kann ich leider nicht sagen. Es wird auf jeden Fall, ist schon ein Trailer draußen, den müsst ihr euch mal bei Chrisplay angucken auf dem Kanal. Und es wird, was ich weiß, auf jeden Fall auf einer anderen Map stattfinden. Und zwar auf dieser komischen Valhalla-Map. Und mehr kann ich, und es gibt neue, wie heißt denn? Ich komme nicht drauf. Also es wird neue Sachen geben, die man dann erleben kann. Also wir müssen bloß wieder von Null anfangen. Das ist halt das Lustige oder das Schwierige dran. Ich merke es jetzt gerade, wo ich jetzt hier die kleine Aufnahme mache. Alles wieder von vorne beginnen ist schon etwas nervig. Man stirbt so verdammt oft, weil man einfach keine Schutzrüstung mehr hat. Und ach, es ist so komisch. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr euch dann nächstes Jahr schon wieder auf Ark freuen. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder klarkommen, dass eben die ganzen Projekte pausiert sind. Lara Croft und The Temple of Osiris oder wie das, oder war das? Das wird jetzt am Donnerstag die letzte Folge kommen. Oder kam sogar schon die letzte Folge am Montag, Dienstag? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier müssen wir erstmal jetzt damit klarkommen.
Und ich wurde auch jetzt nominiert zum Let's Player des Monats auf Let's Player Support. Ich habe es bloß einfach nicht gebacken gekriegt, hier ein Video rauszuhauen, um dass ihr vielleicht mal für mich votet oder so. Ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. Die ganzen Tage waren so vollgestopft. Immer wieder irgendwo hin und irgendwo gemacht und irgendwie dies und irgendwie das. Und deswegen habe ich es nicht hinbekommen. Also dieses Let's Player des Monats Gedöns ging für mich persönlich komplett nach hinten los. Die ganzen anderen Nominierten, die konnten noch schön einen Vlog raushauen, Hilfevideo, bla 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 und so. Ich kam da einfach nicht dazu. Und deswegen, ja, ging dieses nach hinten los und hätte man das gewonnen, dann wären wir vielleicht sogar noch Let's Player des Jahres geworden. Aber, naja, ein bisschen schade, aber was soll ich jetzt machen? Kann ich jetzt auch nichts machen. Das Ganze war, wie gesagt, auf Let's Player Support. Ich kann euch ja trotzdem nochmal den Link unten, ich lasse euch mal den Link unten in der Videobeschreibung dort voten. Weiß nicht, heute ist der 30. Heute ist die Auswertung davon. Voten braucht ihr, glaube ich, nicht mehr. Oder ihr könnt es versuchen. Ich weiß es nicht. Es hat sich... Oh, ein Pinguin! Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist so neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir werden sowieso viel Neues entdecken, wenn das neue ARK-Projekt wieder an den Start geht, weil es wird sich einiges tun dran. Auch vom Server-Einstellung her und so. Aber naja. Und... Ja, könnt ihr euch auch mal angucken. Und der Let's Player Supporter hat auch meinen Kanal vorgestellt und bewertet. Nee, bewertet hat er als letztes. Ich klatsch gleich den Link oder mal unten rein. Könnt ihr euch mal angucken. Und hat er ganz cool gemacht. Sind ein paar Kritikpunkte gefallen, wo ich sagen muss, okay, ist erstens Geschmackssache und zweitens ist es nun mal gerade am Umstrukturieren, zum Beispiel mit den Thumbnails. Es ist nun mal bei mir auf dem Kanal gerade eine kleine Umstrukturierung mit den ganzen Thumbnails, weil ich ja den Rahmen drumherum haben wollte. Was mir dann doch wieder nicht so richtig gut gefallen hat. Wo ich dann doch wieder... Ich renne hier rum und mache eine Scheiße, das ist ja der Wahnsinn. Wo ich dann wieder jetzt rumgemuddelt habe und dies und das. Die Umstellerei, die dauert halt ein bisschen. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Das wurde zum Beispiel kritisiert und der Banner wurde kritisiert, was aber wiederum Geschmackssache ist. Und ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall fand ich die Bewertung sehr gut. Also ihr müsst deswegen keine Däumchen nach unten oder so geben. Ich finde die Bewertung sonst sehr gut und muss sagen, bis auf die nachvollziehbaren Kritikpunkte, weil, wie gesagt, eine ist einfach Geschmackssache. Kann der eine sagen, das ist doch genial, das gefällt mir, der andere sagt wieder, das ist scheiße. Ist Geschmackssache und das andere ist eben durch die ganze Umstrukturierung. Kann ich mit leben, die Kritikpunkte. Und die werden sich ja im Laufe der nächsten Zeit, des nächsten Jahres, sagen wir mal so, wird sich das ja bessern und von daher... Ist egal, Qualität wurde gut bewertet. Und wie gesagt, ich hau's einfach mal unten in die Videobeschreibung, auch dieses Voting-Video, obwohl ihr da, glaube ich, gar nicht mehr voten. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es drunter, ihr müsst einfach unten in die Kommentare schreiben, Gamerscheck überwählen, Gamerscheck LP, aber ich glaube, der Käse ist gegessen. Ich glaube, da könnt ihr nicht mehr wirklich irgendwas reißen dran. Aber ihr könnt es versuchen. Guck mal, ein kleines Äffchen. Den haben wir in unserer Aufnahme auch noch nicht gehabt. Uha! Den haben wir bei uns in der Aufnahme auch noch nicht gehabt, ja. Jetzt haben wir ihn auch mal gesehen. Und ja, das war es eigentlich schon, was ich so schnell an Infos loswerden lasse. Also nächstes Jahr wird der Anfang wieder ein bisschen Tohuwabohu. Da wird wieder sehr, sehr anstrengend, weil wir müssen natürlich... Oh, guck mal, der wird mich bestimmt gleich angreifen, das coole Vieh, oder? Lässt er mich in Ruhe? Nee, der lässt mich in Ruhe. Ah! Au! Oh, jetzt bin ich aber dran. Oh, wieder tot. Boah, krass, 120er. Ich reiß hier gerade gar nichts mehr. Ja, ich respawn mal in einer anderen Area. Ja, das ARK-Projekt, wie ihr ja auch seht, wird dann losgehen mit geiler Grafik und so, was ja die letzten Parts noch waren. Und dann vielleicht sogar 60 FPS. Ich muss mal gucken, was ich da noch runterschrauben muss um 60 FPS, weil zurzeit läuft es hier mit 30 FPS. Das liegt aber bestimmt an den Grafikeinstellungen. Aber es läuft so ganz flüssig, aber da müssen wir mal gucken, was wir da noch hinkriegen. Ach, guck mal, Babys. Und ja, gibt es ja jetzt auch Babys. Ja, guten Tag. Und kann man ja jetzt Eier ausbrüten und leckt mich die Säck. Also es wird... Ist das cool. Ja, die anderen, die haben sich da dran schon satt gesehen. Ich sehe es zum ersten Mal.
weil wie gesagt, wir hatten das ARK-Projekt sehr lang pausiert gehabt. Und ich hoffe, aber ich muss auch sagen, ich finde die Schneelandschaft ganz cool, aber wenn jetzt hier alles voll Schnee ist, sieht zwar auch ganz lustig aus, aber naja, weiß nicht, es kann auch wieder weg. Also. Und. Oh mein Junge, mein Kuckuck, hallo. Mag, macht er. ja. Das war es auch schon an Info. Gut, dann würde ich sagen, hier ist überall alles abgeklemmt hier. Ja, muss irgendjemand gewesen sein. Boah, hier oben wieder Dino durch die Dings. Ah, sieht schon geil aus mit dieser Grafik, ne? Wahnsinn. Wieder oben dieser. Brontosaurus da oben seine Kreise dreht. Genial. Naja. Okay, dann war's das für die kurze Zwischeninfo. Nächstes Jahr wird es wieder weitergehen. Bitte verzeiht einfach jetzt. Jetzt müssen wir damit leben, dass jetzt wir nicht weiter aufnehmen können. Bitte verzeiht mir das. Und es wird vielleicht nicht. Oh, da ist ein Hai. Ja, und wir werden schauen, dass wir vielleicht, dass ich vielleicht sogar nächstes Jahr ein bisschen mehr sogar auf Twitch streamen werde. Oder ich bin sogar am Überlegen, ob ich vielleicht mal Hitbox ausprobiere. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr besser finden würdet. Twitch oder Hitbox. Und wo ihr vielleicht einen Account habt, wo ihr da schneller euch einloggen könnt, wo ihr vielleicht bessere Erfahrungen gemacht habt, haut es doch mal unten in die Kommentare rein. Und würde ich sagen, da würde ich dann nächstes Jahr, weil ich habe ja sowieso die Singleplayer-Projekte. Ja, habe ich ja abgeschafft sozusagen. Ich will ja keine mehr machen. Aber ich zocke ja trotzdem noch. Und da, ich habe mir jetzt zum Beispiel ein cooles Spiel geholt und noch ein paar andere coole Spiele geholt. Das sind ja die Winter Sales. Und ja, da könnte ich ja wenigstens einen Stream laufen lassen. Und da würde ich jetzt sagen, ja, jetzt kommt mein Sohnemann uns besuchen und das ist auch schöner Abschluss. Da muss ich jetzt auch ganz schnell abschließen, weil ich wollte das bloß ganz schnell dazwischen reinhauen, das Video. Und pst noch. Und ja, sorry, liebe Leute. Dann sehen wir uns dann nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Jetzt kann ich ja nicht mehr. Und ja, dann ciao.